Hallo bei Nerdfallmedizin. Hallo. Es ist eine ganze Menge passiert in der letzten Zeit. Ja. Wir haben mehr als 5000 Follower auf Facebook. Wir haben fast 1000 Follower auf YouTube. Dafür vielen, vielen Dank. Eure Resonanz, die motiviert uns extrem. Wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Like und fühlen uns da sehr geehrt, dass ihr uns da so viel Vertrauen schenkt und uns zuguckt. Aber wir wurden auch vom Fritz-Böhrer-Stipendium unterstützt und haben ein bisschen finanziellen Support bekommen und haben das direkt investiert, um die Videos für euch noch besser zu machen. Mhm. Das heißt, einerseits können wir jetzt ein bisschen bessere Videos drehen, aber wir können auch die Audioqualität hoffentlich etwas verbessern. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Wir haben auch versucht, hier so ein bisschen das Studio zu professionalisieren, ein bisschen an der Lichttechnik gearbeitet. Wie gesagt, wenn euch irgendwas nervt, sofort einfach rückmelden. Wir sind gespannt. Aber das soll es nicht gewesen sein. Was? Und zwar die Sepsis. Die Sepsis wurde ja auf Facebook schon ein paar Mal diskutiert. Ist ja ein hochspannendes Thema. Das wollen wir heute ein bisschen durchgehen. Martin, was ist denn eigentlich die Sepsis? Das ist total einfach, das in 5 Minuten zu erklären. Die Sepsis ist ein schweres systemisches Krankheitsbild. Heißt eigentlich eine systemische Inflammationsreaktion. Eine Reaktion auf irgendeinen Infekt, der am ganzen Körper ankommt. Die Sepsis hat eine extrem hohe Mortalität und das wird häufig vergessen, gerade so in den nicht intensivmedizinisch geprägten Bereichen vergisst man, dass zum Beispiel ein Herzinfarkt in Deutschland ein STEMI, also nicht nur der NSTEMI, ein STEMI eine Mortalität unter 10% hat. Unter 10%. Und trotzdem werden alle ganz, ganz nervös beim STEMI. Das ist auch gut. Wir haben die Versorgung auch verbessert. Wie viele Leute sterben an der Sepsis? Deutlich über 20%, also mehr als doppelt so viele als im schweren Herzinfarkt. Und selten habe ich eine nervöse Vorankündigung bekommen in der Notaufnahme, Sepsis, Sepsis, schnell, schnell, schnell. Beim Infarkt, es könnte irgendwo was sein, ist man da deutlich besser reflektiert. Die Sepsis hat mehrere verschiedene Stadien. Man fängt eben an mit dem Begriff Sepsis. Die schwerere Verlaufsform ist der septische Schock, wo die Mortalität nochmal deutlich höher ist, weit über 50%. Ja, okay. Also was Ernstes. Genau, ich habe also verstanden, ein hochrelevantes Krankheitsbild und das deckt sich auch in meinem Eindruck. Die Septiker, die sind schwer krank. Aber was machen wir denn in der Präklinik, wenn wir jetzt auf einen Septiker treffen? Wie geht man da am besten vor, Martin? Also das allererste, an das man denken muss, ist, könnte es überhaupt eine Sepsis sein? Die Erkennung der Sepsis. Wirklich viel massive Therapie können wir nicht machen, aber wir können die richtigen Weichen stellen und das ist in der Präklinik oft entscheidend. Gibt es auch ganz gute Untersuchungen dazu, dass wenn jemand in der Präklinik die Sepsis erkennt, dass dann die Behandlung auch in der Klinik deutlich effizienter verläuft. Also bei welchen Patienten kann man an eine Sepsis denken? Selten haben die Patienten so wie beim Infarkt den Brustschmerz und drücken einem fast schon das 12-Kanal-EKG mit der SD-Hebung in die Hand, sondern das ist oft ein diffuses Krankheitsbild, klassisch, unklare AZ-Minderung. Ja? Mhm. Warum ist der überhaupt jetzt so schlecht? Ja? Vor allem, wenn die Leute vorher gesund waren. Warum ist der plötzlich AZ gemindert? Auch beim Infekt, naja, sind wir meistens nicht so ganz down. Ja? Also warum ist der wirklich fertig? Beim unklaren Kollaps, ja? Bei einer unklaren Schwäche, vor allem bei Hochrisikopatienten, also der Patient in der Immunsuppression, der plötzlich kollabiert, da ist vielleicht irgendwas los. Wenn der Patient irgendeinen Infekt schon hat, Husten, Schnupfen, Schmerzen im Wasser lassen, irgendwie Bauchweh oder so, und den sogenannten Q-Sofa-Score, wenn der positiv ist, Q-Sofa, weißt du, Philipp, was ist das? Q-Sofa-Score ist der neue Score für die Sepsiserkennung. Mhm. Einerseits Atemfrequenz größer als 22, dann eine veränderte Neurologie, also sagen wir mal eine Wesensveränderung oder Bewusstseinseintrübung und dann noch... Der Blutdruck, ne? Der Blutdruck, der Blutdruck, ja, also kleiner gleich 100. Genau, systolisch, ja. Und wenn von diesen drei Sachen, die man sehr, sehr schnell erhebt, die bei jeder auch präklinischen Erhebung dabei sind, 2 Punkte oder 3 erhöht sind, also positiv sind, dann würde man von einem Verdacht auf Sepsis sprechen. Aber wichtig, Infekt plus diese 2 Punkte. Es gibt auch Patienten, die haben einen schweren Verkehrsunfall und schnaufen schnell und haben einen niedrigen Druck, die sind meistens nicht septisch. Also Infektion oder Verdacht auf Infektion plus diese 2 Punkte hat ein hohes Risiko, dass das wirklich eine Sepsis ist, also eine systemische Infektion oder Infektionsreaktion. Du willst mir also sagen, nicht jeder demente Mensch, der vielleicht gerade eine Blutung hat und deswegen einen niedrigen Blutdruck hat, eine Sepsis? Ah, richtig. Was ist der wichtigste Vitalparameter? Und der wichtigste Vitalparameter ist nicht der Blutdruck, ist nicht die Herzfrequenz. Der wichtigste Vitalparameter und auch der, den wir am schlechtesten messen, ist die Atemfrequenz. Patienten mit unklar erhöhter Atemfrequenz haben häufig ein schweres Problem und zum Teil sind die auch septisch. Also
die Omi, die im Bett liegt mit Exikose, ja, und die plötzlich eine 30 Atemfrequenz hat, dann muss man aufpassen, das könnte eine septische Patientin sein. Fieber natürlich auch, aber ja, nicht nur Fieber, sondern auch niedrige Temperatur. Also Patienten mit 34, 35 Grad Körpertemperatur können einen Infekt haben. Und jetzt sagen ja so alte Ärzte immer, immer auch auf die Beine gucken. Ne? Und da tatsächlich gibt es doch diese tigerartige oder marmorartige Musterung der Beine, möchte ich fast sagen. Ja, genau. Wir Profis nennen das Marmorierung. Danke. Die Marmorierung der Beine ist eines der ersten Zeichen für einen beginnenden septischen Schock. Oder für einen septischen Schock. Das heißt, die Patienten haben häufig oder immer wieder noch einen guten Blutdruck und auch eine normale Herzfrequenz, vielleicht so 90, 100. Der Blutdruck ist auch so 90, 100, 110. Manchmal sogar noch hypertensiv. Also auf den Blutdruck kann man sich da oft nicht so richtig verlassen. Aber die Beine sind marmoriert, vor allem die Knie. Das heißt, da haben die alten Ärzte wirklich recht. Schaut auf die Knie. Wenn der Patient das so ein marmorartiges Muster am Knie hat, eine Marmorierung, dann ist das ein positives Mottling, ja, das ist der Hipster-Fachbegriff dafür. Positives Mottling spricht für einen beginnenden septischen Schock, auch wenn der Blutdruck noch normal ist. Okay, ja. Gut, jetzt haben wir in der Präklinik das Ganze erkannt. Jetzt müssen wir das Ganze therapieren. Und dann auch irgendwie vielleicht die Klinik informieren. Wie würdest du das machen in der Präklinik? Genau, also der wichtigste Schritt in der Präklinik ist es zu erkennen. Das muss man einfach, wenn da der Verdacht ist, dann ist schon mal ein Riesenschritt getan, weil das dann auch so angekündigt werden kann. Was kann man therapeutisch machen? Relativ wenig. Man kann Volumen geben dem Patienten. Da geht es jetzt auch nicht darum, dass man in den literweise Volumen reinschüttet. Die Volumentherapie der Sepsis wird auch immer wieder zunehmend kritisch beurteilt, aber die Patienten profitieren meistens von Volumengabe. Also man sagt, 500 Milliliter, 1000 Milliliter, das ist schon in Ordnung. Genau. Immer darauf schauen, was der Patient sonst noch für ein Problem hat. Wenn der ein hypervolämes Lungenödem hat, ja, vielleicht gebe ich ihm dann nur 500. Antibiotikagabe. In der Präklinik gibt es auch einige Untersuchungen, wenn man sagt, ja, so schnell wie möglich Antibiotika geben. Da gibt es momentan also keine überzeugenden Daten, dass man in der Präklinik Antibiotika gibt, mit einer Ausnahme, nämlich der bakteriellen Meningitis. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Also eigentlich nur Volumengabe und die Klinik vorverständigen, beziehungsweise den Transportort wählen. Eine schwere Sepsis oder ein septischer Schock wird in einem kleinen 120-Betten-Haus in der Peripherie wahrscheinlich nicht optimal zu versorgen sein. Da gibt es Ausnahmen, aber generell braucht ein septischer Schock oder ein septischer Patient ein hochspezialisiertes Krankenhaus mit einer Intensivstation, 24 Stunden besetzt, mit Beatmungsmöglichkeiten, mit einem CT, mit einem 24-Stunden-Labor. Das ist das Allermindeste, was notwendig ist. Vielleicht brauchen die auch eine Dialyse. Also jedenfalls, jemand mit Sepsis soll nicht ins kleine Dorfkrankenhaus, sondern soll in Krankenhäuser, die mit dieser Behandlung vertraut sind. Wobei man sagen muss, das wissen ja die Leute, die im Rettungsdienst fahren, eigentlich am allerbesten, was genau man zielführend kann. Also ganz einfach, kritisch kranker Patient braucht auch ein Krankenhaus, das das versorgen kann. Ihr wisst genau, was eure Häuser können. Und die Vorverständigung. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Patienten mit Verdacht auf Sepsis oder vor allem die Schwerkranken mit Verdacht auf septischen Schock vorangekündigt werden. Das passiert momentan sehr, sehr selten. Wenn das passiert, bin ich immer sehr, sehr glücklich, weil man sich dann darauf vorbereiten kann. Und ihr merkt auch an der Reaktion der Klinik, ob die so gut sind. Das sage ich immer den Schwestern, Schülerinnen, wenn ich einen Unterricht an der Pflegeschule mache, sage ich, wenn ein Arzt anruft und sagt, der hat eine Sepsis und der Arzt kommt nicht innerhalb der nächsten paar Minuten, dann ist vielleicht ein schlechter Arzt. Und das Gleiche ist mit der Klinik. Das Gleiche ist mit der Klinik. Wenn ihr die Klinik vorverständigt sagt, das ist ein Patient in einer Sepsis oder im septischen Schock und dort hat sich niemand darauf vorbereitet, das ist allen völlig egal, ladet den irgendwo mal ab und wir schauen ihn in einer Stunde an, dann haben die das wahrscheinlich nicht so ganz verstanden. Martin, eine Sache muss man noch sagen. Du hast ja gesagt, Volumengabe. Sicherlich jemand, der vom Druck her schlecht ist, profitiert auch von einem zweiten großlumigen Zugang. Und wenn der Druck unter Volumengabe bei einem Liter Volumen immer noch nicht steigt, dann auch Katecholamine. Genau, als erstes Katecholamin, Noradrenalin. Dazu verweisen wir auf unser Video der Katecholamingabe. Was in den Shownotes verlegt ist. Okay. So, Martin, damit haben wir die Präklinik schon mal ganz gut abgedeckt, denke ich. Jetzt haben wir eine ganze Menge gehört über die Definition der Sepsis, über die präklinische Therapie der Sepsis. Martin, kannst du das nochmal ganz prägnant zusammenfassen? Okay, präklinische Sepsis, drei wichtige Punkte. Erstens, daran denken, kann dieser Patient septisch sein. Zweitens, Therapie, Volumen und, wenn notwendig, Katecholamine. Und drittens, vorverständigen und die richtige Zielklinik wählen. Prägnant genug? Perfekt. Vielen, vielen Dank.
Das war es mit Teil 1 der präklinischen Sepsisversorgung und in Teil 2 geht es dann darum, wie wir das Ganze in der Notaufnahme dann weiter behandeln.